Die Deutschen haben wegen der Inflation ihr Einkaufsverhalten verändert. Und sie duschen auch weniger. Die Italienerinnen und Italiener gehen da sogar noch einen Schritt weiter. Rund 15% nutzen die Waschmaschinen seltener als in den Monaten davor. Doch welche Maßnahmen ergreifen die Murtalerinnen und Murtaler, um die Teuerung abzufedern? Wir haben uns für unsere Umfrage der Woche umgehört. Großes Thema momentan, Teuerung und Inflation. Wie versuchen Sie dem entgegenzuwirken, privat? Ja, ich schaue halt schon, dass ich ein bisschen Preisvergleich, was ist eigentlich das schon, ja. Wie viel finden Sie, kann man sich da auch rausholen, wenn man die Preise vergleicht? Ja, es sind schon Unterschiede. Das gibt es schon, ja. Ehrlich, Schalapa Butter oder sonst was. Ja, beim Einkauf natürlich merke ich schon stark. Speziell Lebensmittel schreckt es mich. Versuchen Sie da dann auch entsprechend zu sparen, die Eigenmarken vielleicht auch zu kaufen oder geht es sich so auch aus? Ja, ich habe mittlerweile angefangen, wirklich meinen Einkaufszettel zu schreiben und nach dem kaufe ich jetzt ein. Und Eigenmarken, ja, schaue ich mittlerweile auch schon. Und abgesehen von den Lebensmitteln, wie sieht es da aus? Naja, ich bin jetzt nicht so ganz die große Einkäuferin. Das andere fällt mir jetzt nicht so auf. Ich meine, das, was man braucht, kauft man sich dann eh und sonst muss es nicht unbedingt haben. Ich versuche zu sparen, indem dass ich gewisse Sachen verzichte, auf gewisse Sachen halt, nicht? So Luxusartikel. Ich zum Beispiel habe kein Auto, verzichte auf mein Fahrzeug praktisch nicht. Und ja, sparen beim Essen kann man nicht sparen, da muss man sowieso eben gewisse Sachen in Kauf nehmen. Nicht? Und heizungsmäßig spare ich auch nicht eigentlich. Da ist das, was es kostet, das kostet es nicht. Frieren tue ich sicher nicht im Winter. Und ja, können Sie meine Frau auch noch fragen zu dem Thema. Wir gönnen uns unseren Kaffee, den gönnen wir uns. Nicht? Ja, wie gesagt, bei den Grundartikeln kann man eh nicht sparen. Nicht? Ich sage zu dem Thema, also man sollte sich das gewisse Etwas, was man gewohnt war, weiterhin verwenden und weiterhin kaufen. Man sollte bei diesen Artikeln sparen, also ich persönlich spare bei diesen Artikeln, was zum Beispiel Kleinigkeiten sind, so wie jetzt ein Rammspray, ein Ding, ein Haarschampo oder so. Also da spare ich immer meine Sachen ein. Da kaufe ich nicht die teuren von Chris oder von Ding. Oder nicht. Also da bin ich mit was günstigeren auch, also auf die bessere Marke, was ich schon festgestellt habe, auch zufrieden. Und so heizungsmäßig und so, nein, da habe ich keine Probleme, weil ich habe eine Wohnung mit Betriebskosten. Die Wohnung ist erhöht worden, aber da ist eigentlich kein Problem. Nein. Und so geldmäßig, ja, man schaut halt, wie man über die Runden kommt. Nicht. Also man darf halt am Anfang nicht zu viel verbrauchen, dass man am Ende dann noch etwas hat. Nicht? Und so wie ein gewisser Luxus wie ein Kaffee oder so, wie der Kate gesagt hat, nicht? Das kann man sich schon gönnen zwischendrin. Also ganz aufhören zu leben, um das Schlusswort zu machen, darf eigentlich, sollte keiner machen. Massiv, muss ich sagen. Und das ist nicht mehr das, was früher war. Ohne einen Hunderter darfst du sowieso schon nicht mehr einkaufen gehen, weil dann bist du sowieso bei den Lebensmitteln schon los. Ich finde es für eine Frechheit und für eine Sauerei, dass wir bei den Lebensmitteln zahlen müssen. Einerseits heißt es, der Ölpreis ist gefallen. Was stimmt da jetzt noch? Nämlich gar nichts mehr, sage ich jetzt einmal dazu. Weil dann müssen Wohnung, Strom etc. auch in die Tiefe gehen und das tut es aber nicht. Merken Sie die steigenden Kosten abseits der Lebensmittelpreise natürlich sonst auch? Merkt man das. Man merkt es beim Strom, man merkt es bei der Miete oder wie auch immer. Ganz egal. Es bleibt nichts mehr gleich, was früher mal gleich geblieben ist, muss ich offen und ehrlich dazu sagen. Weil es ist eine Schweinerei, was mit uns Leid gemacht wird. Ganz einfach.